Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Bausimulator. Ja, in dieser Folge werden die Fertigwände platziert. Ich muss nur überlegen, wo sind die genau gelandet? Also welche sind das eigentlich überhaupt genau? Aber bevor wir hier groß was anfangen, erstmal den Transportrahmen entsichern. Wahrscheinlich wäre es sinniger, die erstmal vom Auflieger runterzuholen. Aber gut, sei es drum. Ich hoffe jetzt mal, dass es die richtigen sind. Weil sonst werden wir noch ein bisschen am Rumfummeln sein. Aber gut, sei es drum. Kann ich auch einsteigen. Hier vorne muss ich einsteigen und hinten steige ich auch wieder. Das ergibt auch sehr viel Sinn, aber egal. So, ich hoffe mal, dass das jetzt passt, dass das die richtigen sind. Jawohl, das sind die richtigen. So, dann drehen wir einmal den Kran. So. Das wäre der erste Streich. Dann kommt gleich der zweite Streich. Jetzt heißt eigentlich nur noch ganz versuchen, diese Dinger hier simpel zu setzen. So, mal gucken. Ein bisschen rüber. Und hoch. So, da kriegen wir noch hin. So, wo muss der hin? Das ist einer der Mittelteile. Rüber, wieder runter. Ich glaube, dass wieder das verkehrte Teil jetzt ist. Oder? Gut, will ich auch nicht ausschließen, aber jetzt setzen wir das Ding mal ab. Das ist ein verkehrtes Bauteil. Wird scheinbar nicht benötigt hier. Die müssen noch nicht. Das Teil, das weiß ich, das gehört danach da ganz hinten hin. Einmal absenken bitte. Okay, das hätten wir schon mal. Das Teil scheint auch verkehrt zu sein. Also ich habe das Gefühl, dass ich den falschen Kasten mitgenommen habe. Okay. Neuer Anlauf. Ich hoffe mal, dass es dann jetzt besser klappt. Alle guten Dinge sind drei. Nur meine alle guten Dinge sind zwei. Ich glaube, dass das jetzt hier passt. Sollte eigentlich nicht, aber mal gucken. Also das gehört auf alle Fälle rein, denn das ist schon mal gut zu wissen.
Kommen wir nach da hinten überhaupt hin? Mal so dumme Frage. Ja, einen Meter haben wir noch. Ja, wird knapp. Okay, ich brauche den Bagger auf jeden Fall als Hilfsmittel. Aber egal. Das Ding ist mir schon mal fast an Ort und Stelle. Und den Bagger kann man sowieso so einiges leichter setzen. Vor allem handelt es sich ja sowieso nur um irgendwie einen Meter oder so. Von daher ist das relativ egal. Das Ding, das kommt mal nach hinten hin. Ich glaube, wir haben wirklich einfach vorhin hier gerade den falschen Kasten geöffnet. Aber egal, sei es drum, kann mal passieren, denke ich mal. Außerdem, jetzt sollte das auch ein bisschen flotter gehen. Das Ding kommt nach ganz hinten hin. Ich denke mal, da werde ich genauso wenig rankommen. Aber vielleicht kann man wenigstens ein paar Meter gut machen, dass man eigentlich nur noch so ein bisschen rüberschwenken muss und fertig. Oder? Wahnsinn, das Ding, das konnten wir sogar auch setzen. Das ist doch schon mal wunderbar. So, ein bisschen hoch, ein bisschen rüber. Das kommt nach da ganz hinten hin. Das wird mit Garantie nicht klappen. Egal, liegt wunderbar. Das einmal mit dem Bagger machen. Ich glaube, es sollte auch kein großes Problem sein. Das sollte eventuell auch hinhauen. Das kriegt man vielleicht noch irgendwie hin. Also an sich müssen das eigentlich dieselben Kisten gewesen sein. Wir haben schon zwei große Teile gesetzt. Die passen in die Faust aufs Auge. Nur, ja. Sie geht halt nicht die eine Kiste über, aber egal. So, sollte noch passender Teil. Jawohl. So, dann brauchen wir jetzt den Bagger. Fein Atlas. Den müssen wir anheben. So.
Ab geht die Party. Jetzt werden fertig, wenn er gesetzt. Muss sagen, der Atlas kann alle Stricke reißen, das ist immer der Universallöser. Der funktioniert eigentlich fast immer. Das heißt, man hat einen zu kleinen Kran auf der Baustelle. Bisschen muss irgendwelche Kleinigkeiten ausgraben. Oder meine ich auch wirklich eher Kleinigkeiten. Weil große Löcher, immer gut merken, das macht man mit dem Radlader, nicht mit dem Bagger. In der Realität ist glaube ich zweierlei. Ich glaube, kommt auf die Gegebenheit an. Manches kannst du besser mit dem Radlader ausheben. Und anderes wiederum, das kannst du dann am besten mit dem Bagger ausheben. So. Einmal bitte rüber. Ja, perfekt. Ja, keine Sorge, im markierten Bereich kriegen wir schon noch geräumt. Das zählt. Naja, egal. So. Die Betonpumpe steht im Weg. Was sollen wir denn jetzt setzen? Ah, Deckenteile. Und diese Betonelemente, ich glaube, die setzen wir mal lieber zuerst. Und man braucht ja schließlich von unten nach oben und die Deckenelemente sind weiter oben. Im Normalfall. Fertig, Wandelement Beton, das kommt da hinten hin. Wunderbar, das ist schon mal. Dann kommt der nächste. So, dann noch einmal wieder rüber. Da sind die Elemente schon mal drin, ne? Vielleicht glaube ich, im nächsten Schritt muss betoniert werden, ja? Gut, dass mir vielleicht zumindest schon mal zwischen der Folge mal voll gemacht wurden. Was wird wahrscheinlich jetzt erstmal noch nichts, aber da kann ja. Das wird schon, glaube ich, nicht allzu lange dauern. Ich habe eine Sache, wo ich jetzt überlegen muss, wo stellen wir den hier die Pumpe eingewobt hin? Ich glaube, das wird noch eine schwierige Frage sein. Wo stellen wir die Betonpumpe hin? Weil der Ausleger, der hat auch irgendwo mal sein Limit erreicht. Von daher schwierige Geschichte. So. Dann nehmen wir das Teil jetzt. Kommt direkt nach hier vorne hin. Einmal hier rüber bitte. So. Das ist der nächste Teil. Ich glaube, das sollten wir eigentlich sogar noch relativ flott hinkriegen. Da wird schon so ungefähr die Hälfte haben wir schon gesetzt. Also von daher, das sollte wohl gehen.
Aber ich würde dann auch an der Stelle sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Dann wird hier nochmal, nennt mal vorsichtig, hier die restlichen Deckenelemente gesetzt. Und alles wunderschön betoniert. Und von daher sage ich jetzt auch Tschüss und bis zum nächsten Mal.